Willkommen zurück, eine neue Folge Monster Train. Wir haben beim letzten Mal den zweiten Abschnitt der Kombination aus tückische Wache und schmelzende Relikte überwunden. Unser Champion Sulgard ist jetzt verbessert, dass er sowohl Frostschaden als auch direkten Schaden austeilt, sobald er Splitter generiert. Wir haben einige starke Monster, viele Zauber, die Karten abwerfen, um dann andere Zauber zu triggern. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir jetzt weiter vorankommen und erfolgreich sind. Plus 8, das ist natürlich auch viel. Und Multischlag. Naja, das kann auch nicht eingehen. Das ist zu viel. Okay. Die Reichweite ist schön und gut. Problem ist eher, dass der vor uns angreift. Aber dafür haben wir erstmal unsere Dame des Hauses. Gut. Okay. Kann er schon mal nicht fliehen. Wir haben noch eine Chance, das Gold einzusammeln. Das Durchdringen mal einsetzen. So, jetzt will ich das mal sehen. Hat das den jetzt verbessert? Ja, er macht jetzt 9 Schaden. Die Frage ist, was heißt jetzt dauerhaft? Für den Kampf oder für die gesamte Reise? Weiß ich nicht. Oh, durch. Ja, hab ich gar nicht beachtet hier oben. Sogar zweimal angreifen. Muss ich besser aufpassen. So. Ah, da wird er nach hinten geschoben, das ist auch nicht schlecht. Okay. Oh.
So, dann wollen wir mal sehen. So, hier, die sterben alle. Gut, dann stecken wir hier noch. So, jetzt sind wir auch schon in der letzten Runde. Okay. So, wir müssen definitiv irgendwie ihn hier hinten killen. Ansonsten wird das nix. Ein Halter von mir. Okay. Zugriff leider noch. Lass mal das machen. Wir können ihn erst beim zweiten Mal killen, aber dann macht zumindest der Boss nur noch einmal den Schaden. Schade, dass er jetzt hier schon stirbt. Frostschaden kann man ihm leider nicht mitgeben, weil das sehr viel Damage macht. Okay. Aber hat eine hohe Zauberanfälligkeit bekommen. Das können wir doch bestimmt irgendwie ausnutzen. So. 440. Hier Schaden und Zehren starten. Okay. Das reicht noch nicht ganz. Okay, aber nur noch 88 Leben, das heißt, hier oben stirbt er jetzt. Ohne Pardon. Durch unseren Krippenbauer. Okay. Gut. So. Ah, noch was, was wir nehmen können. Nee, ich denke nicht. Und hier auch nicht. Okay. Jetzt schauen wir doch mal, ob dieser Zauber jetzt dauerhaft auf 9 ist. Ja, er ist dauerhaft verbessert. Okay. So. Ja, wir probieren es nochmal, unsere Zauber zu verbessern. Ja, ne, es geht doch. So, 160. Und den machen wir noch einen preiswerter. Dann schauen wir nochmal rein. Natürlich mit Verbrauch. Alter, hätte es gedacht. Dann machen wir den zumindest kostenlos. Okay. So, was können wir uns noch für ein Artefakt gönnen? Eingefroren haben wir nicht. Was ist das, wenn du eine Einheit spielst und die Kosten einer zufälligen Karte auf deiner Hand auf 0 reduziert? Okay. Ja. Nee. Bringt irgendwie nichts so richtig. Zweite Einheit ziehst. Rufst, erhalte 3. Das ist alles irgendwie. Ich weiß nicht. Das nehmen wir mal mit und jetzt sollen wir noch die Zugbegleiter hier raushauen. Naja, werden wir schauen. Gut, dann geht's ab zum Endboss. Und der wird ja verstärkt, wenn wir Zauber spielen. Er hat zum Glück keinen Multischlag, aber er wird halt verstärkt, wenn wir Zauber der Einheiten spielen. Und unsere Einheiten erhalten Kampfanfälligkeit. Also wir müssen zusehen, dass wir die gegnerischen Einheiten irgendwie zerstören können. So. So, ein Zulgard unten hin, die Dame davor. Okay, den brauchen wir erstmal nicht. Hier bringen wir gleich um. Und sie hat Flink. Dann passt es. Ah, da greift die ganze Zeit an. Alles ist kacke. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht.
der ja noch mit angreifen. Okay. Okay, okay, okay. Auch auf die Gefahr, dass er ziemlich stark wird, aber wir müssen hier irgendwie Schaden drücken. Das hilft halt alles nichts. Und der Herzwachser. Oh, der kommt ja durch. Schwierig. Okay. Okay.
Okay. So, los geht's. Schaden haben wir jetzt nicht gerade gemacht. Okay. Wenn jetzt keine gute Hand kommt, dann verlieren wir das hier. Es kommt keine gute Hand. Halt wirklich nichts. Nein, das können wir nicht gewinnen. Ich hätte einen Zauber gebraucht. Aber es kommt halt nichts. Was soll ich da machen? Es kommt einfach kein Zauber. Ich habe so viele Zauber im Deck, ne? Und die stecken alle hier drin und es kommt nichts. Tja. Das war's dann wohl. Also wir haben in dieser Reise definitiv sehr, sehr viel Pech gehabt. Also in sehr vielen Situationen wirklich immer die falschen Karten gezogen. Sei es drum. Heißt, wir dürfen das ganze Zeugs nochmal machen, weil ist ja immer noch ausgegraut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir versuchen dann beim nächsten Mal das besser zu machen. Ciao!